Das ist das Lamm. So richte ich euch noch auf einen schönen Teller extra her. Also ich bin total froh, dass jetzt diese Schule wieder losgeht. Wieso geht denn das jetzt nicht? Ich krieg das nicht gedreht jetzt. Wenn mich jemand aus dem Konzept bringen kann, bin ich das, verstehst du so? Manche Leute hauen die raus von einem Tag auf den anderen und sagen dann nichts, warum, wieso, was passiert ist. Aber Hauptsache, wir analysieren alles bis ins kleinste Detail. Hallo. Hey, Jenny ist da. Oh, immer. Alles vibriert, wenn Jenny ist da. Woher nimmt die Sabine immer ihre positive Energie? Ich verrate es euch. Tulsi-Tee möchte ich jedem von euch ans Herz legen. Ich gehe einmal am Tag runter ins Tal einkaufen. Es ist ja nicht nur dieses Dings jetzt hier, sondern auch noch Nebensaison. Na, es wird einem ja nichts geboten hier gerade. Und ich weiß nicht, ob wenn jetzt die Deutschen hier kommen dürfen, dann fahre ich wieder nach Hause. Hier kommt einfach mal so ein Jäger vorbei, klingelt so an der Tür und sagt, ey, ich habe gerade so ein Reh geschossen, wollt ihr ein bisschen was? Und dann hängt das Reh dann im Keller irgendwie und tropft so vor sich hin. Es gibt den Walter Wudeck Fleisch und Wurstwarm und Walter Wudeck Wurstwarm. Da gibt es zum Beispiel den Hanswurst, ein 2 Kilo Wurstpaket für den kleinen Hunger. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich werde es jetzt sagen, ich mache jetzt jeden zweiten Tag 100 Burpees und danach habe ich ein Waschbrettbauch. Ohne Blutwurst. Bei uns ist immer die Gretchenfrage, Margarete, Gretchenfrage, ob man Blutwurst isst oder nicht. What the fuck, das ist das Landleben. Und dann merkst du halt mal so, ja, dass du so back to the roots, ich verstehe das schon, ja. Gestern habe ich angefangen, morgen heißt es wieder 100 Burpees. Ja, schauen wir mal. Das ist aus meiner Sicht sehr anstrengend genug, also da konnte ich vielleicht einen Tag verschieben. Ich finde das ja auch so wichtig, in Kontakt zu sein mit Menschen. Manchmal fehlt das ja jetzt vielleicht auch gerade in dieser Zeit. Da, wo ich gearbeitet habe, war ich so ein bisschen exotisch. Ich habe so lange schwarze Haare und so. Waren sie so nicht so gewohnt, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ist kein Problem, ich arbeite da. Ich bin offen. Ich habe keine Probleme mit irgendwelchen Dorfleuten. Immerhin ist es gut, dass es uns nicht mehr so schlecht geht wie vor, ja, damals 40er Jahre. Jetzt kann in Österreich wirklich jede Österreicherin, jeder Österreicher 14 Mal in der Woche Fleisch essen. Und ich finde, diese Leute müssen da nicht so viel Angst haben von mir. Die können einfach alle von mir was lernen. Ist kein Problem, ich bringe das allen bei. Ich sag, was, guck, schau her. Alle sind so, schüchtern. Wach auf, komm, wo ist deine Energie? Ich bringe so ein bisschen Leben, weißt du, in die Firma. Egal, wo, welche Firma ich arbeite. Stefan, der ist jetzt gerade, ohne Witz, unten und meldet sich für einen Motorsägenkurs an. Und ich glaube, ich muss mir das jetzt mal noch mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich ihm das erlaube. Hast du angedrückt, Umi? Ich wollte euch nur sagen, dass die Frau Dr. Nowak mir ein... Umi. Ja? Umi, kannst du die... Danke. Also ich bin die Wochenleiterin. Das Thema dieser Woche lautet... Umi, du mit Besen klar verankert. Ich werde euch einfach so ein Motivationsvideo schicken, damit die Laune schön bleibt. Oh, ja, das, du kannst, mach aus, Umi, bitte. Wo leicht? Da, der Knopf. Ja, danke fürs Wochenthema. Das ist natürlich, Mit Besen fest verankert. Was meinen die denn? Mit Besen klar verankert, Elke. Klar verankert. Ja gut, dann eben klar verankert. Ich meine, ich habe Germanistik studiert. Man kann nichts klar verankern. Sowas geht nicht. Was wollen denn die von uns? Hallo, ich heiße Jenny. Was? Aber du hast... Ich dachte, du heißt... Ich verwende nicht diesen Namen. Ey, egal, okay. Sabine. Ja? Du weißt, ich bin so Hexe und so, ne? Ja, Jenny, natürlich weiß ich das. Also mit dem Besen bin ich klar, ganz klar verankert. Im Boden, im... Na. Dieses Gespräch ist jetzt schon produktiver als das mit der Jenny. Die hat mir das Wort im Mund umgedreht. Ne? Die kenne ich gar nicht. Und dann meckert die ganze Zeit an meinen Ideen rum. Kann ich gar nicht mit. Naja, du, die Jenny. Du. Ja.
Das ist in dir drinnen, diese ganze Energie ist in dir drinnen. Du bist schau dich an, wow, ich sehe dich, du bist wie Sonne. Vielleicht ist diese Pulli oder so, aber ich weiß nicht, du bist wie Sonne, du leuchtest. Und das freut mich aber. Ja, ja, du bist super, so Sabine. Aber was für einen Besen kann man meinen? Ne? Da gibt es einen kleinen Besen oder einen großen Besen mit den roten Borsten. Hi Leute, hier ist wieder eure Mia. Ich wollte euch heute motivieren, rauszugehen, obwohl es regnet. Es ist einfach so schön, ein Spaziergang im Wald. Du guckst dich um. Fuck! Und? Was gibt's bei euch heute schon Mittag? Hast du schon gekocht? Gibt's ein Fleisch? Nein, die Kinder, die sind so Pubertätsvegetarier. Das ist so schrecklich. Also, da sage ich dir was, ja. Die Medien, die Thunberg, alle diese Leute, ja, die zerstören uns nach unserer Esskultur. Ich habe jetzt bei Wilhaben einen alten Anker gekauft. Jetzt ist mir noch eine andere Idee gekommen, wegen der Wochenaufgabe. Und ich wollte sagen, falls ihr einen Anker braucht, meldet euch einfach, gell, weil ich konnte den vorbeibringen. Achso, das ist das Auto von der Patrizia, das, und die sollte nicht wissen, dass sie das verwendet. Sonst mit der U-Bahn, ich meine, er ist schon schwer. Sabine, ich habe so Probleme mit meiner Arschchakra und so. Mhm. Ich glaube, es ist so ein bisschen blockiert oder so. Ja, dein Wurzelchakra ist blockiert. Oh, wow. Genau. Wow, das spüre ich. Mhm. Ja, bestimmt. Ja. Sabine, bestimmt meine Aura oder so. Ich spüre da irgendwas in meiner Arsch. Das vibriert. Sabine, geh weg. Spinnst du? Was machst du? Es ist einfach urschön hier draußen. Man denkt sich, was ist für eine Scheiße. Ich schnapp die Regenjacke als Kind. War das... Scheiße! Hasse das. Ich hasse diese Na, aber ich verwende das Auto fast nicht. Also, ich komme eigentlich eher her wegen der Connection, wegen dem... Dann habe ich mir gedacht, vielleicht vermisst es mir ein bisschen, wenn es mir ein bisschen riecht. Wegen der Wurst, hast du gewusst, dass wir Leona sagen? Leona. Wir Deutschen sagen zur Extrawurst Leona. Warum? Weiß ich nicht. Wieso sagt ihr Extrawurst? Na, ey, extra fein passiert. Was heißt Leona bitte? Was heißt das? Ich komme aus Lyon. Aus Lyon? Frankreich? Hallo? Bei uns gibt es ja Pariser. Ja, ist ja aber eine andere Stadt. Aber es ist dasselbe Land. Ja. Okay. Okay, pass auf, wir aktivieren jetzt dein Wurzelchakra. Okay. Jetzt? Jetzt. Jetzt. Ja. Jetzt. Ja? Gut. Okay. Was machen wir? Augen zu. Augen zu? Ich schaue lieber, was passiert. Ja, schau. Okay. Okay, spann deinen Beckenboden. Ganz, ganz fest anspannen, bis es nicht mehr geht. Anspannen und dann lösen. Ja. Sehr gut. Und jetzt nimm deinen Anus dazu. Anus und Beckenboden anspannen, bis es nicht mehr geht. Anspannen, noch ein bisschen. Komm. Oder glaubt ihr, die Frau Dr. Novak findet das irgendwie deppert oder was? Ha? Also, liebe Leute, wenn ihr Hilfe braucht, fragt bitte nicht mich. Hier geht alles drunter und drüber. Ich freue mich wahnsinnig auf eure Videos und werde es dann halt hochladen und zu Frau Dr. Novak schicken am Freitag. Und na, dann mache ich was anderes. Ich habe das jetzt nur mal an euch geschickt, und um zu fragen, ob das geht oder nicht. Also, das war jetzt das war eine Idee. Mein Gott. Ja, dann muss ich mir halt was anderes überlegen. Und dann lösen. Schon anstrengend, Sabine. Ja, das kannst du jetzt beliebig oft wiederholen. Jenny, es gibt nur eine Sache. Die ist ganz wichtig zu beachten, und zwar, du darfst auf keinen Fall, wenn du diese Übung machst, weil es ist... Ah, warte, Wochenchefin Mia hat uns eine Videobotschaft geschickt. Hi Leute, ich wollte euch nur sagen, Frau Dr. Novak hat mir geschrieben, und sie hat sich jetzt diese ganzen Wochenaufgaben durchgeguckt. Es war alles irgendwie ganz gut und super, aber diese Woche bitte mehr Substanz. Hat sie an was anderes auch dazu geschrieben, außer Substanz oder nur Substanz? Sie will doch einfach nur, dass wir unsere Wochenaufgabe erfüllen und dieses Mal halt mit mehr Substanz. Und ich finde, dann ist halt die Frage, ist das jetzt philosophisch gemeint oder halt von also hier von, na? Die schaut sich das schnell an und denkt sich, sie gibt uns einen Input. Und das ist halt auch eine Frau Doktor, die hat auch nicht den ganzen Tag Zeit, sich nur mit uns zu beschäftigen. Wer weiß, wie viele Maßnahmen es noch gibt. Aber also vielleicht ist es auch darum, dieses Subs, ja? Und dann kommt ja Tanz.
Ja. Also wenn man jetzt mal das Wort anschaut, was da noch alles an Möglichkeiten drinsteckt. Wenn du sagst Sub, was ist das Wort? Hä? Sub. Was heißt, ja, Sub heißt ja eigentlich unter, aber im Zusammenhang mit Substanz heißt es eben nicht unter. Es ist schwieriger. Also unter. Ich habe verstanden, unter. Also ich kann das einfach nicht einordnen. Ne? Wir haben hier jeder ein Video abgegeben und die sind ja qualitativ wahrscheinlich auch total unterschiedlich. Mit dem Körpereinsatz zum Beispiel Trommeln, das gibt ja auch so viel Kraft. Ne? Die Novak will, dass wir ein bisschen was in die Hand nehmen oder so. Also dass wir was angreifen, ob Besen, ein einfaches Beispiel, aber dass wir einen Besen nehmen. Ich kann nur von mir reden, aber ihr habt die Banane letzte Woche angegriffen. Habt ihr eure Banane angegriffen oder nicht? Wie war es bei euch? Bei mir war es nur auf einem Teller. Also ich glaube, das, was hier gerade passiert, ist quasi eine Subaufgabe. Ne? Die hat doch jetzt ganz explizit ein Wort gewählt, das total unkonkret ist. Die will doch, dass wir genau dieses Gespräch führen. Na, du hast voll recht. Du hast voll recht. Wir sollten uns einfach konzentrieren darauf, dass wir das einfach gut machen, was mit bestem Wissen und Gewissen, und das ist das Wichtigste, würde ich da sagen. Lasst euch nicht blenden, seid ganz klar. Mein Anker, mein Leben, mein Besen mit mehr Substanz. Walle, walle, manche Strecke, was zum Zwecke Wasser fließe und mit reichem, vollem Schwalle zu dem Bade sich ergieße. Ach, ich merke es, wehe, wehe! Hab ich doch das Wort vergessen? Ach, das Wort, worauf am Ende er das wird, was er gewesen. Wärst du doch der alte Besen. Anker wäre das Wort gewesen. Zu Hause. Das ist doch am allerschönsten. Mit Besen klar verankert, klares, klares Wasser. Am besten geht das mit einem Besen. Das dauert jetzt circa 2 Stunden und dann bin ich auch schon wieder fertig. Thema ist sehr gut, weil was heißt mit Besen klar verankert? Von der ganzen Geschichte, von der ganzen Religion und so wird Frauen diese Message gegeben, mach dich zum Opfer. Sag, es tut mir leid, wenn dieser Prostituierte zu Jesus kommt und seine Füße so mit Tränen wäscht und so und mit ihrer eigenen Haare so ein bisschen abtrocknet, weil sie will Vergebung haben, weil sie gesündigt hat. Warum? Wer sagt das? Ich verzeihe dir. Was verzeihst du? Und wenn du das nicht machst, dann wirst du umgebracht oder was? Verfolgt. Ja, verfolgt, wie diese ganze Hexen früher. Frau Novak, ich bin Hexe. In meinem früheren Leben, die haben mich verfolgt, die haben mich umgebracht. War nicht schön, weil ich nicht habe gebeten um Vergebung. Weil ich nicht gesagt habe, ich habe einen Fehler gemacht. Auch in der Türkei gibt es ein Sprichwort, das heißt, ich mache meine Haare zu Besen für dich. Opfer, voll Opfer. Immer diese Frauen haben diese ganze Sünde. Die ganze Scheiße, was diese auf dieser ganzen Welt hat, die Frau auf dem Rücken. Aber braucht Besen, diese ganze Scheiße zu reinigen. Er macht mich wütend. Diese ganze Thema macht mich wütend. Weil muss ich vielleicht ein bisschen verändern, verstehst du? Er hat vielleicht mehr ein bisschen Substanz oder so. Hä? Du legst dich nieder, wenn der Tag anbricht. Und es ist schon wieder Licht, aber irgendwie ist es ja auch eh schon wurscht. Es ist ja Zeit, dass du aufhörst mit dem Müssen. Als Kind hast du gedacht, es ist ja geschissen. Als Erwachsene hast du das auch gedacht, aber trotzdem gemacht. Du hast keine Lust auf dieses Bla, Bla, Bla. Es war nur schon lang vor dir da. Und wenn du jetzt sagst, was du denkst, dann kannst du aber auch gleich liegen bleiben, weil dann will dich eh niemand mehr sehen.